für die ganzen Hunde, die sich immer beschwert haben. Der neue Ferrari ist das, der voll oft hier irgendwo rumsteht. Mensch, bist du putzig. Mensch, bist du putzig. Was soll das? Ah, das war die Polizei. Sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es blendend. Auch wenn ich gerade... Jetzt ist die Summe weg, alles klar. 15,99 ausgeben musste, um zu tanken. Aber mit diesen 15,99 werde ich jetzt 300 Kilometer weit kommen. Was irgendwo geil ist. Weil es sind knapp bisschen mehr 5 Euro pro Kilometer, den ich fahre. Und ich würde behaupten, ich fahre jetzt nicht besonders unauffällig. Um nicht zu sagen, dass ich das Gesetz breche, weil ich fahre immer so, wie das Gesetz es vorschreibt, ja. Hier ist jetzt wieder 50. Ich glaube, da hinten war auch 50, aber ich bin mir ein bisschen unsicher. Aber selbst wenn, ich bin ja nur 50 gefahren, ne? Weil da nur 50 wahrscheinlich war. Ach ja, YouTube. Wie man sieht, das Wetter ist jetzt nicht besonders positiv. Und es soll auch heute Nacht anfangen zu regnen und dann 9 Tage durchregnen. Natürlich kann ich euch das jetzt nicht beweisen, ne? Weil man kennt die Wetter-App von Apple. Jede halbe Stunde ändert sich ein kompletter Tag. In diesem Fall 2. In der Früh wurde noch gesagt, es soll durchregnen. Bis Samstag. Nächsten Samstag. Nicht diesen, der jetzt in 2 Tagen kommt. Nein, den danach. Und davon wollte ich einen Screenshot jetzt machen, um es im Video einzufügen. Amener Zickzack. Mittwoch, Donnerstag wird Sonnenschein angezeigt. Sowas kann sich doch nicht innerhalb von einer halben Stunde ändern. Bei Apple wohl schon, aber rein logisch. Das geht doch nicht. Ah ja, deswegen nehme ich das Video jetzt noch auf. Und dann haben wir richtig, richtig geiles Sommerwetter wieder in Deutschland. So wie es sich gehört. Für die ganzen Hunde, die sich immer beschwert haben, es ist zu warm. Die 32 Grad schaffe ich nicht. Danke! Jetzt habt ihr euren Regen. Jetzt regnet es eine Woche durch. Es hat 8 Grad. Mitten im August. Aber hey, Hauptsache ihr müsst nicht einen Monat bei 30 Grad ein bisschen schwitzen. Und das Schlimmste ist, es hat gefühlt nur München bzw. Bayern getroffen. Du darfst auch ruhig fahren, Alte. Der, komplett lost. Mit Alter meine ich natürlich alte Dame. Wie gesagt, es hat gefühlt nur München und Bayern erwischt. Ich schaue in Berlin... 2 Tage Regen! Hamburg, 3 Tage Regen! Außerhalb von Europa müssen wir gar nicht erst schauen, weil die Sonnenschein bei 30 Grad genießen dürfen. Aber nein, Bro, du wohnst in München. Das ist der Preis, den du in München zu zahlen hast. Das ist halt so. Tut mir leid. Es reicht nicht, dass du 1000 Euro für eine 50 Quadratmeter Wohnung im Monat zahlen musst. Nein, du hast dann auch nur gefühlt einen Monat im Jahr Sonnenschein. Was ist denn das für ein frisches Ding? Der, das kann man machen. Ah, ich hab komplett vergessen, dass hier vorne die Straße gesperrt ist. Das ist nix gut. Willst du da einparken, Golf, oder? Kopf hoch, du schaffst es schon. Weißt auf dem Fahrrad, fährt durch die ganze Kreuzung mit dem Handy am Ohr. Was soll man da noch sagen? Der neue Ferrari ist das, der voll oft hier irgendwo rumsteht. Boah, sieht der geil aus, Digga. Sonst vom Bayerischen Hof, ja. Oh, da ist ein 4x4 hoch 2. Den können wir uns mal anschauen. Mit anschauen meine ich kurz vorbeifahren. Ein Brabus, im Cayenne kommt man angefahren. Ah, ein Huracan. Und da ist er. 4x4 hoch 2. What the f***, der. Einfach ein Monster-Truck. Der kleine süße Abarth ist da. Mensch, bist du putzig. Mensch, bist du putzig. Junge, hinter mir ist eine Goldwing. Oh nein, die Goldwing verfolgt mich. Oh nein. Ich will das gar nicht. Da, seht ihr sie im Seitenspiegel? Das ist eine Goldwing. Das ist fett, das Ding. Fährt sie vorbei. Ich glaube, da hat die Felge den Bordstein geküsst. Oder zumindest das Gummi. Hat rechten Blinker, geht nach links. Du bist so ein... Der, die Goldwing ist halt so fett, Mann. Ich meine, gibt euch das Ding. Da kannst du zwar Filtern komplett vergessen, aber... Ist egal. Du hast eine Goldwing. Lauf, 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 lauf. Och man, Taxi, jetzt musst du im Weg stehen. Was soll das? So ein Vollidiot, Mann. Schaut er noch hin, ob er grün hat, ja. Digga, Mann. Der sieht so komisch aus, der CLS. Und vorne ist er ja komplett
gekratzt worden, Digga. Junge, die vordere Stoßstange war ja komplett zerkratzt, Mann. Wenn es ein CLS war, vielleicht war es auch nur ein CL, keine Ahnung. So schnell habe ich den Unterschied jetzt nicht erkannt. Ein Scirocco. Oh, der Scirocco ist halt auch ein heftig geiles Auto, ist auch brutal teuer. Von daher fällt er auch weg als potenzielles Auto, was ich mir gerne erwerben möchte. Der i8er gerade eben wäre auch geil. Aber ich bin nicht komplett dumm im Kopf und gebe 150.000 Euro für einen Dreizylinder aus. Ah, das war die Polizei. Sehr gut. Mach ich nochmal? Nein, komm. Drauf, wenn ich jetzt schon sehe, dass es die Polizei ist, Mann. Ich habe das Polizeisymbol innen gesehen, habe ich kein Zeichen. PM steht meistens für die Polizei. Na egal. Ist ein chilliger Typ. Genau sowas meine ich in dem einen Video. Weißt du, habe ich jemanden jetzt dadurch behindert, dass ich so gefahren bin oder ähnliches? Nein. Also. Digga. Ich wollte sagen, heute nur Inkompetente auf den Straßen unterwegs, aber das ist ja nichts Neues in München. Ach, YouTube. Hau mal rein, oder? Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt mir gesund. Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen und diesen Kanal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.